Und am Wort von den Freiheitlichen Rosa Ecker. Meine Damen und Herren hier im Saal und zu Hause, ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen Licht in die düsteren Visionen der SPÖ bringen kann, damit unsere Zuseher zu Hause nicht ganz verunsichert werden. Mit dem vorliegenden Gesetz wird die Organisationsreform des österreichischen Sozialversicherungssystems umgesetzt und das bedeutet, dass die Gebietskrankenkassen durch diesen Gesetzesbeschluss zusammengelegt werden in eine bundesweite Kasse. Das ist eine effiziente Lösung, ein schlankeres System und sichert eine gute Gesundheitsversorgung. Weiters wird es eine Sozialversicherung für Selbstständige statt der Kasse für Selbstständige und Bauern geben. Und laut der Auskunft im Ausschuss soll es dazu von diesen eine einheitliche Satzung geben. Weiters einen halbjährlichen Fortschrittsbericht bezüglich der Vereinheitlichung dieser Leistungen. Beamte und Eisenbahner werden in eine Versicherungsanstalt für öffentlichen Dienst und Schienenverkehrsunternehmen fusioniert. Dann bleiben eben noch über die AUV und die Pensionsversicherungsanstalt, die so bestehen bleiben. Der Hauptverband bleibt als sogenannter Dachverband bestehen. Und insgesamt werden in erster Linie an die Adresse der SPÖ gerichtet diese Personaleinsparungen vorgenommen, indem dass man Personal nicht nachbesetzt. Einsparungen ergeben sich auch durch die Zusammenlegung von IT-Zentren, von zentraler Lohnverrechnung, von zentralem Einkauf, gemeinsamem Personalmanagement, all das, was man von gesunden Unternehmen auch kennt. Weiters reduziert sich die Zahl der Funktionäre erheblich. Allein die Anzahl der Generaldirektoren sinkt von 21 auf 5. Und ja, in den Gremien der Länderkassen herrscht künftig eine Parität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, gleichberechtigt. Senioren und beeinträchtigte Menschen, das hat uns auch die Auskunftsperson im Ausschuss bestätigt, sind in der Hauptversammlung weiterhin mit beratender Stimme wie bisher vertreten. Und bei den bisherigen neuen Krankenkassen zahlen alle dieselben Beiträge ein. Und wir wissen alle, sie erhalten dafür unterschiedliche Leistungen. Trotz der viel gepriesenen Vereinheitlichkeit ist das noch in vielen Bereichen so. Und es sollte aber selbstverständlich sein, dass ein Versicherter im Burgenland dieselben Leistungen bekommt wie im Vorarlberg oder in Niederösterreich. Und es versteht niemand, auch nicht die Zuseher vom Fernseher oder vom Livestream, warum es in Österreich 21 Kassen und so viele Funktionäre braucht. Es versteht keine Mutter und kein Vater, warum es in einem Bundesland von der Gebietskrankenkasse ein Medikament zur Krebsbehandlung des Kindes gibt. Und wohne ich in einem anderen Bundesland, dann wird es nicht bezahlt und es gibt Spendenaufrufe in allen Medien. Von Schulenlagen über Psychotherapie bis zur Herzuntersuchung gibt es unterschiedliche Handhabungen. Unterschiede bis zu 100% bei Kostenersätzen. Das kann es ja nicht sein. Und es ist ja auch nicht so, dass es sich die 6,9 Millionen Versicherten der Gebietskrankenkassen hätten aussuchen können, wo sie versichert sind. Es gibt keine Wahlfreiheit, bei welcher Krankenkasse man versichert ist. Es gibt auch keine Konkurrenz, wodurch sich das Angebot verbessern könnte. Es kommt nur darauf an, bei welchem Dienstgeber ich arbeite oder in welchem Bundesland ich wohne. Und man kann sich auch bis jetzt nicht aussuchen, wenn man zwei oder mehrere Dienstverhältnisse hat. Und da sind auch einige von uns betroffen. Es gibt ja auch noch welche, die neben dem Bundesrat auch noch eine andere Tätigkeit ausüben, sind automatisch mehrfach versichert. Und auch das wird jetzt abbestellt. Denn diesen Menschen bleibt mehr Geld, weil sie sich diese Beiträge ersparen. Und zum Arzt kann ich nur einmal gehen und da brauche ich mir das nicht aussuchen können. Die Sozialversicherung ist für die... Da muss man ein dementsprechendes Einkommen haben. Das betrifft halt auch noch manche, die da drinnen sitzen. Die Sozialversicherung ist für die niedergelassenen Ärzte und die Kassenverträge, nämlich die Honorierung, zuständig. Wer sich am Wochenende einen Arzt sucht oder auch am Freitagnachmittag, der wird selten eine offene Ordination finden und Fachärzte sowieso nicht. Also zur Ambulanz ins Krankenhaus pilgern und dort warten. Diese höheren Kosten der ambulanten Behandlungen in den Spitälern tragen aber die Gemeinden und die Länder. Und jeder weiß von uns, wie die Krankenanstaltenbeiträge die Gemeindebudgets belasten. Kostenwahrheit sieht anders aus. Abgesehen davon, dass dadurch das Krankenhaus Personal überlastet ist, das doch für Notfälle und für Aufnahmen zur Verfügung stehen sollte. Im Übergangsjahr 2019 bestehen die oberösterreichischen Gebietskrankenkassen und natürlich alle anderen grundsätzlich weiter.
und werden unter dem Überleitungsausschuss in die österreichische Gesundheitskasse fusioniert. Und diese erfüllt ab 2020 die Aufgaben der bisherigen neuen Gebietskrankenkassen. Und die Landesstellenleitung ist mit allen Bediensteten der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse in Wien unterstellt. Das heißt, es gibt weniger Entscheidungsträger und die Reform ermöglicht schnellere, flexiblere und gerechtere Entscheidungsfindungen. Die Option, dass die noch bestehenden Betriebskassen, 5 an der Zahl, auch noch in die Gesundheitskasse hineinwechseln können, wurde uns auch im Ausschuss bestätigt. Dazu gibt es eine Antragsfrist bis 30.09.2019, ob daran Interesse besteht. Und in Oberösterreich haben diese Krankenfürsorgen, bei uns sind das die Landesbediensteten, die Landeslehrer, die Gemeindebediensteten und 3 Magistrate, bereits durch das Land Oberösterreich den Auftrag, Modelle für eine stärkere und engere Zusammenarbeit auszuarbeiten. Diese Zusammenlegung ist der Anfang von einer großen Reform des Gesundheitswesens, welche die Regierung auf Schienen bringt. Und die Menschen in unserem Land spüren bereits, dass im Gesundheitsbereich nicht alles so ist, wie man es brauchen würde. Lange Wartezeiten auf OPs und Facharzttermine und der Hausärztemangel ist auch in diesem Hohen Haus eines der häufigst genannten Begriffe. Und unser Minister Hartinger-Klein wird sich besonders für Mehrkassenstellen auf dem Land einsetzen und die österreichische Gesundheitskasse wird dafür eine wichtige Rolle spielen. Diese bundesweite Krankenkasse führt nämlich auch künftig die Verhandlungen über einen österreichischen Gesamtvertrag mit der Ärztekammer. Und die Ressourcen im Gesundheitswesen müssen entsprechend verteilt werden, damit eben auch Investitionen in den Hausärztebereich möglich sind. Und jene Gebietskranken, die jetzt befürchten, dass die Rücklagen an die Gesundheitskasse fließen werden, sei gesagt, dass eben genau dieses Geld, das den Versicherungen gehört, eigentlich auch zugunsten der Versorgung investiert hätte werden sollen. Und jetzt wird das tatsächlich zur Stärkung des Gesundheitssystems eingesetzt. Und es ist gesetzlich sichergestellt, wurde auch im Ausschuss bestätigt, dass diese Mittel dafür verhältnismäßig im jeweiligen Bundesland zur Verfügung stehen. Und anschließend ist schon noch einmal zu betonen, dass es zu keinen Verschlechterungen für die Versicherten kommt. Jeder bleibt gleich Unfall-, Kranken- und Pensionsversichert. Es werden keine Spitäler und keine Gesundheitseinrichtungen geschlossen. Auch wenn das die Opposition mit Hilfe der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer dies noch so oft, und ich formuliere es milde, befürchten. Im Gegenteil, es wird in allen Bundesländern gleich hohe Standards bei der Gesundheitsversorgung der Versicherten geben und schlussendlich wird damit die langfristige Finanzierbarkeit der Gesundheitsleistungen sichergestellt und davon profitieren wir alle. Lobeshymnen für die Reform der Sozialversicherungsträger von Rosa Ecker von den Freiheitlichen aus Oberösterreich.